Die haben krasse Schokolade. Die haben gesagt, lasst uns in Ruhe, yo. Wir wollen Feier machen. Morgen, wir reposten dich. Ich habe gesagt, nein, mach heute. Spaß, nein. Aber ich will euch sagen, Dubai Schokolade schmeckt genauso wie diese Salat. Nur, dass es halt wie Schokolade schmeckt so gut und das wie Salat. Lindt hatte auch bald Dubai Schokolade. Lindt kam sehr, sehr spät mit dem Trend, sag ich euch ehrlich. Gleich esse ich für euch Dubai Schokolade, also bleibt dran. Tippen und teilen, meine Lieben, genau so. Hört auf die liebe MM. Guck mal, ich sag euch eine Sache. Ich bin ein Feinschmecker. Das hat meine Mutter mir damals schon gesagt, als ich klein war. Mein Bruder zum Beispiel hat alles gegessen. Du kannst ihm einen Schlange geben, da ist dein Spaß. Mein Bruder hat wirklich alles gegessen. Ich kann mich auch erinnern, als Kind, der hat nie gemeckert beim Essen. Nie. Der war immer dankbar. Ich war immer die Undankbarste von allen. Ich bin zweite Kind. Mittlere. Wir sind immer diese Prinzessin. Guck mal. Ich war so, ich habe nie etwas gerne gegessen. Ich habe gewisse Familienmitglieder gehabt, von denen ich gar nicht das Essen wollte, weil ich habe schon von weitem 20 Meter ein Haar gesehen. Aber meine Mutter hat immer gesagt, du bist ein Feinschmecker. Du isst nicht alles, aber das ist gut so. Deswegen, Leute, wenn ich euch sage, das schmeckt, dann vertraut mir, das schmeckt. Wenn ich euch sage, das schmeckt nicht, dann ach, geh mal weg. Weil mir schmeckt nicht alles. Und wenn mir nicht alles schmeckt, dann kannst du dir sicher sein, dass das, was mir schmeckt, schmeckt. Wussten Sie, dass Sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass die Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Ja. Mmh. Mmh. Ich sag euch ehrlich, die Geizige nimmt jetzt wieder einen Mozzarella, weil es kommt langsam zum Ende vom Salat, deswegen muss ich jetzt einen Mozzarella nehmen. Ich mache Mathematik mit meinem Salat. Ich rechne. Jetzt 1, 2, 3. Das heißt, wir machen drei Reihen. Eine Reihe hier Mozzarella, eine Reihe hier Mozzarella, eine Reihe hier. Ich bin so beim Essen. Diese Reihe esse ich so mit Mozzarella und diese so. Habt ihr verstanden? Jetzt esse ich eine Mozzarella wieder. Nach drei Löffel ohne Mozzarella esse ich wieder eine Mozzarella, damit dieser Geschmack in meinen Mund wieder kommt und es hier bröckelt. Mmh. Ich habe noch nie... Mary, sorry, ne, aber dein Salat ist nichts in mir. Komm, wir machen eine Salat-Challenge. Du machst deinen Salat, Mary, ich mach meinen Salat. Wir gucken, wer besser kann. Ich mach mit Dubai-Schokolade sogar Salat. Was mir gar nicht geschmeckt hat, war diese virale Salat mit, keine Ahnung, was das war, mit auch Mozzarella und Erdbeer oder was das war. Ich weiß nicht, was es war. Das hat mir gar nicht geschmeckt damals. Das war so ein Trend. Ich habe das gar nicht gefeiert. Ich habe auch gegessen und mitgemacht. So, ah, Leute, ich habe es gemacht, aber irgendwie so, es war lecker, aber nicht so wie meiner. Mhm. Ich habe so viel Burrata gegessen, dass ich zu einem Burrata wurde. Meine Mutter hat jeden Tag Burrata-Salat gemacht. Leute, tippt mal alle auf dem Bildschirm, bitte. Ich sehe keine Likes. Und geht alle auf mein letztes Video und veröffentlicht es erneut. Ich habe die Dubai-Schokolade gepostet. Nee. Wie? Ihr sagt mir nicht, hä? Ich muss sparen. Erstmal wieder so ein Hub ohne Mozzarella. Mmh. Ja, mach ich. Mhm. Mach ich. Ich krieg eh wieder eine neue Bestellung von Dubai Schokolade. Ja. Mit Grüne, ja. Mach ich. Ich sag, Candy to go.
mir noch ein Paket. Bitte. Ich bestelle nochmal bei Candy2Go so einen Karton voller Dubai-Schokolade. Wollt ihr, dass ich es an euch verlose? Kommt. Ich habe eine Idee. Ich verlose es auch an euch. Okay, Mary, ich behalte für dich Candy2Go. Ich sag, ich mache eine Bestellung bei Candy2Go. Dann schicken die mir nochmal so ein Paket mit Dubai-Schokolade. Und ich verlose es an euch. Oder? Nee, nee, nicht so. Ich verlose nicht. Ihr müsst ja bei denen einkaufen. Ich verlose es an zwei Personen. Ich hole so eine Packung. Rest gebe ich an Familien. Zwei verlose ich in meinem Live. Und zwar, wie mache ich das? Ich komme live, ich koche und ich verlose es. Ich suche mir einen aus, der sympathisch ist. Ich klicke einmal auf Stopp, verlose es an euch. Aber ihr müsst regelmäßig in meinem Live sein. Regelmäßig. Also, Candy2Go, ich schreibe euch nochmal an. Ich will noch eine Packung Dubai-Schokolade. Leute, aber ich sag euch eine Sache, ne? Ich habe die Dubai-Schokolade von Edeka probiert. Das war nicht Dubai-Schokolade, das war Dubai-Schokolade auf Wish bestellt, sage ich ehrlich. Das war wie als hättest du einfach nur Schokolade mit Schlamm reingemacht. Das war richtig ekelhaft, sage ich euch ehrlich. Rewe hat mir nicht gefallen, auch zu überteuert für den Preis, für den Geschmack. Da habe ich mir von der Seite Dubai-Schokolade bestellt, hat mir auch nicht gefallen. Ich dachte mir, wenn ich jetzt ein Video mache und eine Schokolade poste, was nicht schmeckt, ist haram, ja, geht nicht. Dann, letzte Dings war Candy2Go. Ich habe zu denen gesagt, bitte könnt ihr mir eine Packung schicken oder zwei. Ich will es ausprobieren. Und ich habe es ausprobiert, Leute. Es hat geschmeckt. Das von Candy2Go schmeckt. Weil, wenn du eine Bestellung machst, das dauert ja 2 bis 3 Tage, bis es bei dir ankommt. Und bei vielen ist es so, dass die Schokolade kaputt geht. Bei Candy2Go nicht. Die verpacken das so gut, dass es nicht kaputt geht. Und als ich das dann gegessen habe, das hat so geknistert und ich musste es nicht mehr in den Kühlschrank reintun. Und da kam diese Flüssigkeit raus. Es war flüssig und es kam raus. Es hat so kurz meine Hand berührt. Deswegen. Mikro ist nicht aus. Ich habe ein zweites Handy. Ich sehe alles. Jetzt weiß ich, warum man sagt, man hört dich nicht. Ich hatte die ganze Zeit ein Mikrofon. Es war aber nicht angeschlossen. Nein. Danke, MM. Leute, mein ASMR wäre viel schöner, wenn mein Mikrofon angeschlossen wäre. Okay, jetzt guck mal, wie sich das anhört. Abo. Ja, danke, MM. Walla, du, weißt du, warum ich dir vertraue? Ich vertraue dir. Ja, jo auch und so. Ich muss sitzen, mein Knie tut weh. Jetzt, wir essen weiter mit Mozzarella. Wenn meine Familie zu mir kommt, ich koche einmal für die Salat. Ich habe verstanden, was du gesagt hast, MM. Du meintest, man hört mich, aber mein Mikro geht nicht. Sehr schlau.